Omar Diallo flüchtete 2017 aus seinem Heimatland als unbegleiteter Minderjähriger nach Thüringen und setzt sich nun in außergewöhnlich vielen Projekten für Demokratie ein. Ich bin aus Guinea geflohen. Ich bin nach Deutschland 2017 angekommen, habe hier meinen Realschulabschluss gemacht und mein Abi. Und jetzt studiere ich Jura im zweiten Semester an der LMU. Ja, ich versuche ein bisschen was zu bewegen. Überall, wo ich das Gefühl habe, dass man hier was bewegen kann, was verändern kann. Ja, Jurastudium ist sehr spannend. Also ich will mit Recht die Welt verbessern. Wir leben in einer Rechtsstaat, betrachten wir das als Spiel und das Recht sind die Spielregeln. Und ja, wenn man das Recht kennt, kann man auch gut besser spielen und vielleicht dann gewinnen. Also ich hoffe, am Ende kann man halt diese Werte, die Demokratie predigt, irgendwann mal fort miteinander. Leute zu sehen, großartige Leute zu treffen, zu sehen, wie die für Menschenrechte brennen. Und du sagst ja, komm Omar, let's go. Das muss man durchziehen. Warum bist du nach Europa gekommen? Es ist immer eine sehr schwierige Debatte, wenn wir darüber sprechen, warum Leute hierher kommen. Und ich glaube, die herrschende Meinung bzw. die prägnante Meinung ist so, dass nur wegen Wohlstand wird nach Europa gekommen. Leute wollen nur Geld oder was auch immer. Europa hat Wissens, Europa hat Technik. Gar hier fand die Aufklärung mit Vernunft. Große Philosophen, Immanuel Kant, Rousseau, die halt sehr Welt, die ganze Welt geprägt haben. Und daneben haben wir die industrielle Revolution. Aber vielmehr hat Europa auch Kultur. Und Europa ist ein Kontinent mit meisten Erfahrungen, was in Sachen Menschheit angeht. Zum Beispiel Europa 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs. Man wusste dann, warum wir Demokratie fördern. Ich glaube, jedes Bundesland hat seine Geschichte, Vorgeschichte und Erfahrung auch mit Geflüchteten. Und es ist nicht so, dass es auch dort nicht diesen Hassblick oder diese demokratiefeindliche Parolen oder was auch immer nicht gibt. Demokratie besteht ja darauf, die Rechte der Minderheit zu schützen, aber genau diese Vielfalt. Also aber auch, dass ich anders bin, dass ich woanders herkomme, dass das keine Rolle spielt. Das ist eigentlich die Demokratie. Aber wir leben in einer Rechtsstaat, wo du das Gefühl hast, du wirst ständig in dieser Position gedrängt. Und das will ich irgendwann mal verändern, dass es selbstverständlich ist, dass du, egal wo du herkommst oder was für Hautfarbe oder Geschlechter oder was auch immer, dass das keine Rolle spielt, dass das für die Gesellschaft, breites Publikum halt für selbstverständlich ist. Ich bin humorvoll. Ich versuche ein bisschen humorvoll zu sein. Ich glaube, das ist wichtig, aber auch ich glaube, wir sind schon unter genug Druck oder mit der Politik, mit den Medien, überall, wo du dich bewegst. Es gibt nur diese harte Zeit und manchmal man braucht schon ein bisschen Entspannung, glaube ich.